Spaß, Freunde. Ist Projekt Nummer 4. Ein Clubcar President, was umgebaut wird als Gartenmobil. Das hier ist eine Ausführung von Clubcar und das Modell heißt President. Das hier ist ein Clubcar President und ist schon von vornherein sehr gut ausgestattet und straßenzugelassen. Wir haben hier rechts und links Blinker. Die haben hier eine Carbonoptik. Die sind jetzt natürlich nicht so sexy, aber werden wir alles ändern. Wir haben hier vorne zwei Scheinwerfer, Halogenscheinwerfer. Die werden auch natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr als Halogen verwendet. Da kommt was anderes dran, ihr wisst Bescheid, Freunde. Hier unten haben wir einen Fender. Der Fender ist kaputt. Da habe ich schon einen neuen dabei. Den können wir direkt anmontieren, mal später irgendwann. Wir haben eine schöne weinrote Farbe. Gerade ein bisschen eingestaubt. Ein schönes Weinrot. Sieht richtig gut aus. Meine Farbe wird aber eine andere. Und wenn ich fertig damit bin, sieht das Ding richtig geil aus. Wir stehen hier auf den Originalreifen, auf den Originalfelgen. Breite, fette Reifen mit kaum Profil bzw. nicht tief laufendes Profil, sodass man den Golfplatz bei Nässe und bei Trockenheit auch nicht wirklich beschädigt. Wir haben hier auch schon unser 25er Schild, Freunde, sodass alle wissen, ich fahre 25. Insgeheim fahre ich nicht 25, ihr wisst Bescheid. An der Seite sieht das Ganze so aus. Hinten haben wir dann auch jeweils auf jeder Seite einen Blinker, zwei Rücklichter und wenn die Parkbremse getreten ist, sind das auch zwei Parklichter, sodass das dann dauerhaft an ist, bis man die Zündung ausmacht. Wir haben hier hinten auch die Ablagemöglichkeit. Hier, wo ich jetzt gerade draufstehe, das hier ist die Ablage bzw. der Stand für die Golfbags und die kommen dann hier eingeschnallt, also Golfbag drauf, Schnalle drum und zugemacht und dann sind die Golfbags hier festgezurrt. Dafür haben wir zwei Plätze, einmal links, einmal rechts. Wir haben früher hier immer Styroporkisten drauf gemacht, die gestapelt und kalte Getränke rumgefahren. Auch eine mega coole Sache. Also das Teil dient so in der Ausführung schon gut als Versorgerfahrzeug und auch als Abschleppfahrzeug und auch als, ganz ehrlich, vielerseits einsatzbereit. Wir haben hier einen kleinen Korb, ihr seht das schon, da ist mein Kamerazeug drin, mein Rucksack, ein bisschen was an Kamera-Equipment, hier meine Winkelschleifer und meine Akkus für die Akkugeräte, weil wir gleich hier ein bisschen was bauen werden im Garten. Dafür brauche ich das Werkzeug. Wir haben hier auch noch einen Sonnenschutz, den kann man hier oben aufmachen. Sonnenschutz, Quatsch, Regenschutz. Zack, kann man aufmachen und dann sind die Golfbags und die Sachen hier in dieser Tasche, in diesem Einkaufskoffer, sage ich jetzt mal, der ist nicht so groß wie ein Einkaufskoffer ungefähr, geschützt vor Regen und Witterung und somit ist dann auch dann alles safe. Wieder zuklappen und oben Klettverschluss drauf. Fertig aus. Hier nochmal schön Clubcar eingestickt. Sehr geil. Vorne auch eine schöne Windschutzscheibe, die ist zweigeteilt. So ist sie normal, also man kann sich hier festklammern. Ja? Und wenn man halt mal ein bisschen Hitze hat oder zu viel Hitze und mal ein bisschen Fahrt mit abbekommen möchte, kann man die ganz normal aufklappen, fallen lassen, dann klappt die sich hier unten direkt ein. Man hat eine zweigeteilte Scheibe, oben offen, unten zu und man hat schön ein bisschen Fahrtwind, dass man da nicht so krass schwitzt im Sommer. Dann gehen wir mal in den Innenraum, stellen wir mal ein in die Kiste. Das ist der Innenraum. Hier haben wir ein schönes Plastiklenkrad. Keine Servolenkung, macht aber nichts. Das Ding wiegt ja kaum was. Ganz einfach zu bewegen. Alles easy. Eine Klammer. Seht ihr diese Klammer? Da kommt die Scorecard rein. Und hier oben ein Bleistift. Da kann man hier schön seine Pars und Birdies aufschreiben. Ich habe natürlich immer nur Eagle oder Ass gespielt. Ich konnte meine 18 Loch an vier Händen abzählen ungefähr. Nein, Spaß. Ich habe da immer meine Double Bogies und so aufgeschrieben. Oder auch das Loch auch mal gut und gerne gestrichen. Aber naja. Wer jetzt mich herausfordert zum Golfspielen, Freunde, wenn ihr Golf spielen wollt, mit mir, gegen mich, dann machen wir das auf meinem Platz, mit meinem Clubcar und eine Kiste Bier. Herausforderungen sind gerne angenommen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Hier im Innenraum geht es weiter. Wir haben einen Blinker links, Blinker rechts und wir haben eine Hupe. Dafür muss die Zündung aber an sein und die Hupe einmal kurz drücken. Hier ein Clubcar-Emblem drin, das ist auch hier, weiß, dass es ein schönes Clubcar ist, richtig geil, Care Company Clubcar. Zwei Getränkehalter für den Fahrer, zwei Getränkehalter für den Beifahrer, ein kleines Ablagefach für den Fahrer, ein großes Ablagefach für beide, sowohl für den Fahrer als für den Beifahrer, kann man eine schöne Sache ablegen. Hier vorne nochmal ein kleines Extrafach, um hier kleinere Sachen abzulegen. Ich habe jetzt hier gerade mein Opinel reingelegt, keine Ahnung, hatte ich in die Tasche reingelegt. Man kann hier die Tees reinstecken, dass man die Tees immer griffbereit hat, normalerweise für Bälle. Wir haben hier Licht, Abblendlicht, Fernlicht, Licht aus, Zündung an, Batterie, Ladeanzeige, also wie viel Akku wir noch haben und
Batteriestöranzeige, falls die Batterie mal eine Störung hat, heiß läuft oder irgendwas ist, wird hier angezeigt, ey, da stimmt was nicht. Hier im Ladefach, hier im Ablagefach haben wir ein Akkuladegerät. Das Akkuladegerät kommt dann in die Steckdose und das Gegenstück dann hier unten rein. Hier ist Vorwärtsgang, neutral, Rückwärtsgang. Die ganze Power kommt von 6, 8 Volt Batterien und die sind nagelneu, müssen erst noch ein paar Ladezyklen mitmachen, damit sie die volle Leistung von einer Reichweite von bis zu 50, 60 Kilometer erreicht. Je nach Fahrweise, je nach Umgebung, je nach Gebirge, je nach Fahrstil können die Dinger wirklich 50 bis 60 Kilometer erreichen. Wir haben bei uns auf dem Golfplatz, damals haben wir die für 2x18 Loch rausgegeben. Das waren, lass mich lügen, aber ich meine, es wären um die 35 Kilometer gewesen. 2x18 Loch müssten 35 Kilometer irgendwas sein. Plus 1x9 Loch haben wir dann noch rausgegeben. Und dann haben wir sie auch geladen, weil dann wurde es so riskant, weil wir sind im Golfplatz im Steinbruch gewesen. Also bei uns ging es nur so, die ganze Zeit. Schmale Fairways, also harter Golfplatz. Das heißt, wenn ihr mich herausfordern wollt, dann bei mir auf dem Platz. Bei meinem alten Chef auf dem Golfplatz. Wenn er das sieht, Grüße gehen raus. So, das ist das Clubcar. Merkt euch diesen Anblick. Dieser Anblick wird nicht mehr lange so sein, denn ab jetzt könnt ihr auf Instagram entscheiden, welche der vier Projekte Boot, Garten, Anhänger oder Clubcar am darauffolgenden Sonntag kommen soll. Das heißt, ihr könnt unter der Woche immer unter den Bildern auf Instagram abstimmen. Ich habe jetzt Bock auf das Ding hier, wenn jetzt 100 Leute sagen für Clubcar, 200 Leute sagen für den Anhänger und 80 Leute sagen für das Boot. Dann machen wir natürlich den Anhänger, weil 200 Leute, die Mehrheit, also demokratisch entscheiden wir dann. Und dann könnt ihr nämlich entscheiden, welches Video am folgenden Sonntag kommen soll. Das hier aber wird unser Clubcar-Präsident und bauen wir um zu einem richtig geilen Gartenmobil. Das nächste Video, was ihr sehen werdet, ist das Busvideo. Ich bin fast fertig, es fehlen noch 2-3 Sachen, es fehlen noch 2-3 Aufnahmen, es fehlt noch ein paar geile Locations, aber das nächste Video, was ihr sehen werdet, ist das Busvideo. Es wird richtig geil, das Busvideo. Und wenn ihr mein Busvideo gesehen habt und den Bus gesehen habt, wie er aussieht, könnt ihr euch schon ungefähr ausmalen, wie diese Kiste wird. Nur diese Kiste kriegt noch ein bisschen mehr Offroad-Style. Von daher, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Video gerne einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar in die Kommentare, was wir hier anbauen können, wer mich herausfordern möchte im Golfen und wenn ihr Ideen habt, wie das Ding hier später einmal aussehen soll. Ich habe schon eine grobe Idee, aber gerne natürlich Ideen, Vorschläge, alles in die Kommentare reinhauen. Diskutiert gerne, was gemacht werden kann. Alles nur, was möglich gemacht werden kann. Also ich kann damit kein Flugzeug ziehen. Da geht schon einiges mit dem Teil. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ideen in die Kommentare. Ich werde alles lesen, alles aufnehmen, alles gucken, was geht, was best bewertet ist. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Peace, bis zum nächsten Video. Bis zum schönen Sonntag. Ciao, ciao.